Bitte erheben Sie sich für das hohe Gericht. Aufsteh, aufsteh, Heinz, aufsteh. Herr Patschke, Frau Minet, Burboma, Kim, aufsteh. Wachtmeister, bringen Sie mir den Angeklagten rein. Die Angeklagten? Hol! Geh weiter! Ja, ich komme schon. Bandit, da geh her. Und tu ich auch nicht lügen? Nein. Da steh ich hin. Der Angeklagte? Sie wissen, warum der mir heute da haben. Herr Richter, ich garantiere es Ihnen, der hat gesagt, das Groß ist legal. Angeklagter, Sie werden beschuldigt, zwei Preisen mit einem Wagen angefahren und schwer verletzt zum haben. Ah, mei, wegen den ich zwei. Sag einmal. Ja. Jetzt sagen Sie uns doch einmal, wie das Ganze passiert ist. Also, Richter, das war so. Die Straße war gefroren, mein Wagen ist ins Schleudern gekommen und... Angeklagter, wir haben August. So kann es nicht gewesen sein. Sie sollen noch bei der Wahrheit bleiben. Naja, war nicht ganz so. Also, geregnet hat's, das Laub war nass und da... Angeklagter, seit drei Wochen scheint die Sonne. Geregnet hat's ewig lang schon nicht mehr. Jetzt sagen Sie die Wahrheit. Der schreit heute wieder. Sag halt einmal die Wahrheit, oder komm ich auch noch. Naja, ja, ich sag's ja schon, ich sag's ja schon. Also, die Sonne hat wirklich gescheint. Und dann habe ich es von Weiden schon laufen sehen, die zwei Preisen. Und dann habe ich voll drauf zugehalten. Den einen hat es mir in den Windschutzscheim reinlassen und den anderen hat es beim Hauseingang eingeschleudert. Aber berein tue ich nix. Na also, ja sagst du es doch gleich. Den einen, den verurteilen wir wegen Sachbeschädigung und den anderen wegen Hausfriedensbruch. Aber 1-0 für Bayern. Und wir zwei gehen jetzt zum Wirt. Jawohl.